Eieiei. O Herr, der du die Sterbenden zum Leben erweckst, gib dein Opfer der Liebe für Marthas Seele hin. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist, damit ich im ewigen Licht wieder mit ihr vereint sein kann, um niemals die Verwüstung des Fegefeuers zu erleiden. Bitte gewähre ihr die ewige Ruhe und den ewigen Frieden, o Herr, und möge das ewige Licht auf sie scheinen. Erich, hast du daran gedacht, die Kerzen im Flur anzuzünden? Die Leute kommen bald. Nein. Diese italienischen Häuser sind immer so stilvoll. Muss ich an die schönen Italienurlaube denken. Der gute Mann ist schön gemütlich am Schlafen. Was ist das? 17. Juli 1944. Unsere Familie ist in tiefer Trauer und denkt in dieser extrem schweren Zeit an euch. Ernesto E. und Familie. Um das Telegramm zu ändern. Ah, okay, ein 17. anderes Juli austauschen. 1944. Wir sind im Herzen bei euch und teilen eure Trauer über den tragischen Verlust eurer geliebten Julia. Monsignor Attilio D. 17. Juli 1944, Kriegsministerium. Generaldirektor für Wehrpflichtige und Unteroffiziere. Wir trauern um euren plötzlichen Verlust und sprechen unser aufrichtiges Beileid aus. Oberstleutnant Berichterstatter. Ein altes Gemälde. Ich finde es so traurig. Es vermittelt mir ein Gefühl von tiefer Einsamkeit. Es gibt keinen Grund, das Telefon jetzt zu benutzen. Das stimmt. Ich kann es nicht ausschalten. Wir müssen aufs Radio hören. Jegliche Nachricht und Ankündigung kann lebenswichtig sein. Ja, okay, weil wir mit dem Krieg sind, ne? Muss auch wertvolle Nachrichten hören. Obwohl die Musik ist auch ganz entspannt, aber wir hören mal rein. Vielleicht gibt's ja was Gutes zu erfahren. Da, 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 da. Geht's nicht weiter? Doch. Weiter. Ach, das erinnert mich an früher, als man noch Radios benutzt hat. Eieiei. Ein bisschen unhandlich ist das schon. Ja, ist das so? Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen kaputt, das Radio. Ja.
Wie reagiert das? Schaltet das nicht immer direkt um? Hier kommt eine Musik. Wo sind da Nachrichten? Aha, okay. Das ist dann. Ist die deutsche Frequenz? Ich verstehe. Also, ich habe irgendwie keinen Erfolg. Ich weiß nicht, welche Frequenz das sein soll. Zubringer Madrid, Bukarest. Naja. Die einzige Möglichkeit, Martha und mich voneinander zu unterscheiden, war die Kleidung. Selbst Mama konnte uns nicht auseinanderhalten. Dieser Maler war ein Freund von Opa. Ich habe seine Bilder immer geliebt. Als Kind habe ich sie stundenlang angesehen. Mama und Papa. Sie sind der Inbegriff von Reichtum und Eleganz. Aber dem Schmerz ist Geld und Stil egal. Das ist wohl wahr. Doch, das Rauschen nervt mich aber schon ein bisschen. Ah, komm. Vor Papa aufwacht. Mach wieder seine Lieblingsmusik an. War hier irgendwo, oder? Hm? Ja. Papa, Papa. Was haben wir hier? Was ist das? Ich kann damit nichts tun. Papas Oboe. Wir bereiten ein schönes Duett zusammen vor. In den seltenen Momenten, in denen er zu Hause ist, versteht sich. Das sollte ich auf jeden Fall mal mitnehmen, wie es aussieht. Ich weiß ja nicht, was das ist. Ein Gefäß, ne? Papa, Mama und meine Großeltern. Es ist schwer fassbar, dass Vater Soldat ist. Mama wäre besser geeignet, wenn sie keine Frau wäre. Tja, in den 40er war das noch sehr, sehr entscheidend, ob Mann oder Frau. Ach, das ist der Opa, das nicht, ist vielleicht der Vater? Ja, ich weiß nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber Vater ist auf jeden Fall anscheinend ein deutscher Nazi-Soldat. Verstehe. Diese Jagdgewehre gehören nicht Papa. Er ist nie auf die Jagd gegangen. Nanny muss sie hier gelassen haben. Die gute Nanny. Die war lieb. Papa, ich mochte Nanny. Zerstört sein. Das ist doch Papa. Er liebt mich. Ich habe es vermasselt. Und jetzt muss ich zusehen, wie er unter meinem Tod leidet. Ach, gib dir doch nicht selbst ich die Schuld. Ich kann zumindest die Kerzen für ihn anzünden. Und ihn im Schlaf etwas Trost finden lassen. Ist das eine Kerze? Ach, das ist ein Feuerzeug. Ah, okay, verstehe. Habe ich gar nicht erkannt. Könnte auch ein Parfüm sein oder so, oder? Oder so eine Pulle für irgendwas. Na gut, dann machen wir das mal an. Wenn du fertig bist, kannst du bitte die Blumen holen? Nee. Ja, nie hat man seine Ruhe. Auch nicht in einer Zeit wie dieser. Sie kann keine Sekunde still sitzen. Schlimm. Schlimm mit der Frau. So. Oh. Was haben wir hier? Sie sind so schön, aber
Ich weiß nicht warum, aber sie haben mir ein bisschen creepy. Ein bisschen creepy sind sie. Schön gefertigt, aber ein bisschen creepy. Was hat sie gesagt? Blumen? Hol die Blumen bei Mutter ab, bevor sie sauer wird. Okay, machen wir. Wir wollen nicht, dass Mutter sauer wird. Wenn Mama nach was fragt, gibt es kein Entkommen. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Ich glaube, ich muss jetzt die Blumen holen. Okay, komm, wir gehen lieber schnell. Ich denke, wir müssen hier lang. Oder? Okay. Hallo, Mama. Nicht gerade gesprächig. Ja gut, ist auch ein Trauer. Bei dir muss immer alles perfekt sein. Ach, da kannst du aber auch eine Menge Frustration rauszuhören. Und wohin jetzt? Wahrscheinlich lege ich die zu der guten Toten, oder? Da sind Nachrichten. Ich kann aber kein Italienisch. Ich würde es gerne auf Deutsch stellen, aber... Wo sollen denn die Blumen hin? Wo sollen denn die Blumen hin? Ah, vielleicht hier auf den Tisch? Sie hätte wenigstens mal sagen können, wo ich die hinstellen soll, oder habe ich das verpasst? Auf die Fensterbank? Nee. Hä? Hier irgendwo. Ah, da fehlt eine. Okay, verstehe. Oh oh. Was ist hier los? Wer hat die Tür zugemacht? Was ist der Bombenalarm? Was ist, oder was ist das? Warum klingelt die Glocke, die Kirchturmglocke mitten in der Nacht? Hier zu schlafen? Was? Mutter hat die Tür zugemacht. Hm? Ja, ich war so müde. Worüber sprechen die? Du kannst nicht hier bleiben. Geh ins Bett. Nein, nein. Ich möchte bei meiner Tochter bleiben. Deine Tochter? Deine Tochter? Du hast noch eine Tochter. Die, die noch am Leben ist. Wovon redest du da, Irene? Julia ist tot. Was ist das denn für ein Gerede? Wie kannst du nur? Du solltest an Martha denken. Julia hat Martha wehgetan, das weißt du, oder? Und als wäre das nicht genug, hat sie sie auch noch allein gelassen. Die gleiche alte Geschichte. Alles ist immer Julias Schuld, nicht wahr? Sie ist schuld daran, dass Martha taub ist und du unfruchtbar bist. Glaubst du, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür? Krasse Anschuldigung. Julia ist tot, Irene. Ja. Tot! Jemand hat sie umgebracht. Ist dir das klar? Natürlich ist mir das klar. Hältst du mich für dumm? Keinem ist das klarer als mir. Uiuiui, die Frau hat Feuer. Es wäre besser gewesen, sie wäre gar nicht erst geboren worden. Ich? This escalated quickly. Wir haben das getan, um mir zu schaden. Ja. Dein Tod ist allein meine Schuld. Alles, was ich jemals für dich tun konnte, war dir weh zu tun, Julia. Mein armes, süßes, verrücktes Mädchen. Was mache ich nur ohne dich? Wie soll ich jetzt weiterleben? All die Zeit, die ich mit dir verpasst habe. Aber ich bin jetzt zu Hause. Wir können zusammen angeln gehen, Schmetterlinge fotografieren. Nein, nein. Wir können gar nichts mehr zusammen unternehmen, oder? Gar nichts.
Das ist traurig. Während angloamerikanische Bombenangriffe weiterhin die friedlichen Städte im Elsertal verwüsten, haben wir von einigen tragischen Nachrichten aus der Nähe von La Romola gehört. Diese. Die junge Tochter des deutschen Wehrmachtgenerals Erich K. wurde in der Nähe ihres Hauses ermordet. Das waren bestimmt auch die Amerikaner. Könnte sich hinter solch einer feigen Tat verbergen. Ja, nun der Feind. Das hoffen die Karabiniere, die sich der Angelegenheit sofort angenommen haben, herauszufinden. Eieiei. Mutter schien nicht sonderlich unter der Situation zu leiden. Sie interessierte nur, wie schmerzhaft mein Tod für Martha war. Mich nicht mehr da zu haben, muss eine große Erleichterung für sie gewesen sein. Schließlich war es für alle besser, dass ich gestorben war. Und es war auch besser für mich, dass alle das dachten. Aber die Schuldgefühle begannen an mir zu nagen. Ich hatte furchtbare Albträume. Das arme Mädchen. Martha. Oh, 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 oh. Das geht schnell. Verlor. Martha verlor. Meine. Martha. Martha verlor meine Martha. Fand. Ich. Martha. Martha verlor meine Martha. Fand ich Martha. Fand. Ich. Martha. Martha. Verlor. Ihre. Seele. Oh nein. Hat sie die weiße Frau geholt? Ich gab sie okay. Ich stahl ihre Identität. Oh. Was ist das? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich weiß, worauf das hinausläuft. Oh nein, oh nein. Eieiei. Thank you.
nein. Träume können so schrecklich sein. Martha sieht nicht besonders glücklich darüber aus. Ach du Scheiße. Es war nur ein Traum. Ein schrecklicher Albtraum. Diese schreckliche Frau und das Gesicht meiner Schwester. Ich wünschte, das alles wäre nur ein Traum und meine Schwester würde in ihrem Bett schlafen. Stattdessen ist das hier die Wirklichkeit und ihr Bett ist leer. Wie, ihr Bett ist leer? Wie, schlaft wahrscheinlich in ihrem Bett, oder? Das sind Martha und ich beim Patronatsfest. Das war erst vor ein paar Monaten. Und jetzt... Martha wollte ein Bild von mir für diesen Rahmen. Sie wollte, dass ich eine meiner Grimassen schneide, die sie immer zum Lachen gebracht haben. Grimassen, die sie nicht nachmachen konnte. Sie hat immer gesagt, das seien die Gesichter meiner Seele. Kann ein Foto die Seele einfangen? Kann ich Marthas Seele einfangen? Das ist eine verrückte Idee.